Heute startet die Aktion des Bayerischen Rundfunks Mitmischen – Bayern macht Programm. 3 Tage lang haben mehr als 30 Redaktionen und Studios bayernweit ihre Türen für Interessierte geöffnet. Es ist die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen und zu beobachten, wie wir Journalisten von Fernsehen, Radio und Online unsere Arbeit machen. Hier im BR-Studio Donauwörth war noch nie so viel los wie heute. Die Viertklässler aus der Grundschule Dillingen gehören zu den jüngsten Mitmischern, die von heute bis Donnerstag BR-Luft schnuppern können. Wie funktioniert eine Fernsehschalte wie die Kamera? Die Reporter des BR erklären alles ganz genau. Ich fand das so zu spielen, als wäre man im Fernsehen, richtig cool. Am liebsten würde ich noch mal kommen. In der Münchner Innenstadt bekommen währenddessen ältere Mitmischer eine Einführung, wie man ein Mikro bedient und eine Umfrage macht. Ich bin super gespannt, was jetzt hier drauf ist. Womöglich habe ich lauter Leute gefragt und man merkt nichts davon. Das werden wir dann gleich sehen. Doch, alles drauf. Jetzt werden im Funkhaus die Interviews am Computer geschnitten. Die Zuhörer, Zuschauer und User bekommen einen Blick hinter die Kulissen. Mit dieser Aktion will der BR zu einem gläsernen Studio werden, zur Intendantin Katja Wildermuth. Im Tagesgespräch auf Bayern 2 Radio diskutiert sie heute mit Hörern und Hörerinnen über ihre Erwartungen an den BR. Wir haben ja auch ein Recht darauf zu erfahren, wie wir arbeiten, wie wir Themen setzen, wie umfangreich und mühsam manchmal Recherche ist, verlässliche Quellen zu bieten, verlässliche Fakten zu bieten. Und je transparenter wir sind, desto besser ist es für alle Beteiligten, für unser treues Publikum, aber natürlich auch für uns als Öffentlich-Rechtliche, die wir ja auch von den Beitragszahlenden leben. Rund 230 Plätze stehen zur Verfügung. Interessenten gab es fast dreimal mehr. Ein Format, das ankommt.